Und damit herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Pro Street. Und ich sehe gerade, dass die Mucke mal wieder nicht angegangen ist. Entschuldigen Sie. Erstmal random wieder einschalten und alles abspielen lassen. Ich muss es wirklich nur ein bisschen leiser machen. So. Wir machen das heiß von Freddy erwartete Rennen jetzt endlich. Nämlich mit dem Veyron auf der Nordschleife. Ich weiß gar nicht, ob er das meinte oder ob es noch ein anderes gibt. Auf jeden Fall meinte er, dass wir endlich das Bugatti-Rennen machen sollen und ich immer von hinten anfange, die Rennen wieder zu machen. Können wir eigentlich auch heute machen? Nein, natürlich nicht. Wir machen jetzt erstmal das Bugatti-Rennen. Entschuldigung, Freddy, dass ich dich da so lange habe mit warten lassen. Hier vorne die alle haben wir, ne? Ja. Gut, dann fahren wir jetzt Veyron. 1000 PS Allrad mit einer Wagenwertung von 17,5. Das ist ein Stufe 4 Wagen. Ja, fahren wir mal einen Stufe 4 Wagen, ne? Freddy meinte irgendwie, dass wir ja... Also ich hatte ja irgendwie einen Audi A8 gewonnen. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Also ich finde ihn beim Autohändler nicht. Also freigeschaltet hätte, damit, dass ich das gewonnen habe. Aber ich kann euch das gleich nochmal zeigen, wo mein Problem da ist. Ja, das sieht übrigens. Also, nett. Ich gehe ganz stark davon aus, dass das Ding ein DKG hat oder mit einer Automatik auf jeden Fall. Das heißt Schaltwippen und nicht Handschalter. Sage ich jetzt so in meinem jugendlichen Leichtsinn. Wir haben noch 10 Sekunden bis zum Start. Okay, jetzt steht der Fahrer. Also zeig ihm, was du brauchst. Grüne Flick, los, los, viel Spaß. Oh Gott, Alter, wo sind wir denn hier? Achso, okay. Ich verstehe. Auto, fahr hier bitte um die Kurve, danke. Okay, die sind alle sehr schnell. Auto, Auto. Okay, Leistung ist da. Komm klar. Das Auto fährt auf jeden Fall sehr kalkulierbar und lässt sich sehr gut auch quer mal durch die Kurve wichsen. Muss ich ehrlich sagen. Und ich hätte nicht gedacht, dass er da abhebt. Ich dachte, er hat genug Aero. Also Aero-Teile. Als dass der genug Anpressdruck entwickelt. Fahre eine saubere Runde. Nö. Ganz stumpf? Nö. Also ja, das kann ich machen. Nachdem ich mir jetzt erstmal gedreht habe. Wenn es nicht mehr um die Platzierung geht. Also ganz ehrlich. Also der beschleunigt enorm beschissen los, muss ich ehrlich sagen. Also sobald es hier oben rangeht, ist halt hart Fickfuck, ne? Also sobald er 5 erreicht, ist er nicht zu bremsen. Hey, immerhin nicht in die Kurve eingeschlagen, ne? Wie gesagt, das Ding fährt sehr vorhersehbar. Ich finde ihn übrigens unglaublich hässlich. Sowohl von innen als auch von außen. Der Chiron ist deutlich schöner. Manchmal wird man auch einfach weggedreht, was ziemlich cool ist dann. Gut, ich sag mal so. So war das nicht furchtbar viel Spaß. Allgemein echt enge Rennstrecke. Nicht so cool zum Fahren. Ich glaube, bei dem Auto wäre hier durch. Junge! Warum fahren die denn auf einmal so aggressiv? Die fahren da in einem Rennen nicht so aggressiv normalerweise. Ich habe übrigens nichts geändert an der Schwierigkeit oder so. Ist alles noch gleich. Ich habe eigentlich gar nichts geändert. Ich habe seit dem letzten Mal aufnehmen nicht mehr gespielt, ehrlich gesagt. Ich überlege, die Aufnahme einfach neu zu starten. Also, ich fahre nicht gut. Ne? Ganz klar gesprochen. Gucken, ob das so besser ist vielleicht. Ja! Okay. Okay. Stopp. Ich habe jetzt noch nicht hier den perfekten Schaltpunkt getroffen, aber Vollgas ist ja so viel besser.
Weil halt einfach Traktion, ne? Ich verstehe eigentlich auch nicht, warum man immer genau am Ende gespawnt wird, also immer am Ende steht. Ist ja in Rennen auch nicht so. In Rennen ist es ja so, dass dem schnellsten der erste Platz gebührt oder so. Pole Position, glaube ich. Zweite Verwarnung ist das schon, okay. Was ist denn mit der dritten? Letzte Warnung. Oh, oh, okay. Entschuldigen Sie, dass ich gleich disqualifiziert werde, wollte ich nicht. Darf ich bitte wieder auf die Straße, danke? Auch sehr undefinierte, Drehzahlbegrenzer. Finde ich immer nicht so geil. Finde besser, wenn der aggressiv ist. Er rammt mich erstmal schön weg, während ich ihn überhole. Oh, shit. Komm auf die Strecke. Okay, cool. Geil. Darf ich neu starten? Ah, immer schön, wenn man nicht Escape drücken darf, um neu zu starten. Ja, ist okay für mich. Ich muss echt sagen, das Ding gefällt mir gar nicht zum Fahren. Also, warte, anders. Es fällt mir schon zum Fahren, aber dieses Rennen gefällt mir nicht. Das Rennen ist komplett zum Kotzen. Also, es ist viel zu eng, es sind viel zu viele Fahrer. Ja, es mag realistisch sein, dass man so in Wirklichkeit fährt, aber in Wirklichkeit ist Rennen halt auch... Alter. In Wirklichkeit ist Rennen halt auch echter Sport und soll nicht einfach nur Spaß machen. Natürlich macht Rennen auch im echten Leben Spaß. Mindestens zum Zuschauen, wobei ich Rennen zum Zuschauen echt langweilig finde. Weiß nicht, also ich finde irgendwie alles, was man so an Rennen zugucken kann, jetzt außer Rallye, was es nicht mehr gibt, echt langweilig. Ich würde gerne wieder was sehen, danke. Worauf wollte ich hinaus? Ich mache gerade den Freddy und rede 47 mal von meiner Grafikkarte. No offense. Auto. Ich mag es ja immer, von hinten angeschoben zu werden. Erste Verwarnung, nice. Junge. Man ist auch echt sehr lange geblurrt. Ja, also viel zu viele Fahrzeuge auf der Strecke, viel zu enge Strecke. Finde ich jetzt nicht so ein gelungenes Rennen. Na klar, ich könnte einfach drauf scheißen, Erster zu werden und einfach nur versuchen, eine gute Platzierung mitzufahren, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck eines Rennspiels für mich. Sinn und Zweck eines Rennspiels ist für mich, ich werde Erster, Ende. Übrigens enorm gute Bremsen. Das Ding bremst halt einfach, wenn du in eine Bremse reinhämmerst. Gefühlt egal welcher... Komm, um die Ecke. Gefühlt egal welcher Untergrund. Gefühlt egal wie schnell du bist, das Ding bremst. Und zwar richtig übel. Ich würde gerne mal so eine Chiron-Bremse sehen. Eine Veyron-Bremse sehen. Wenn die gerade in der Vollbremsung ist. Au. Ich glaube, die glüht ganz gut. Verpiss dich. Darf ich wieder was sehen, bitte? Keine Ahnung, wie lange das Rennen ist. Also ich muss sagen, sobald man weniger oder keine Fahrzeuge mehr in Distanz hat, also in der Nähe, ist das Rennen auch spaßiger. Weil man dann halt einfach fahren kann und nicht die ganze Zeit aufpassen muss, dass man den Vordermann reinfährt. Ja, ist auf der Rennstrecke nicht so. Okay. Aber das ist hier jetzt keine Simulation. Wobei ich sagen muss, also so sehr gestört hat mich das in Project Cars zum Beispiel nicht. Ja gut, Project Cars ist vielleicht auch keine Simulation. Ja doch, Project Cars ist eigentlich schon eine Simulation, finde ich. Komm! Auto, du fährst 60. Fahr doch bitte mit 60 um eine Kurve. Bin mir ziemlich sicher, du hast Allradlenkung und solltest ziemlich gut um eine Kurve fahren. Mit 60 zumindest. Das ist echt langsam für so ein Auto. Alter Schwede, ey.
das war ganz nett. Das wollte ich zwar nicht, aber es hat funktioniert. Ich finde die Strecke aber echt eng. Also an sich ist es eine Strecke, die ich ganz gerne mag, weil im Grünen und ein paar Kurven und nicht nur im Oval oder so. Und jetzt nicht so die übelst miesen Kurven waren bis jetzt dabei. Aber wenn das Auto halt einfach gefühlt nicht dahin fährt, wo man will, weswegen auch immer, ob jetzt der Reifen zu kalt ist oder keine Ahnung was. Kann auch einfach daran liegen, dass das Lenkrad sehr ungenau ist im Vergleich zu dem, was im Wagen... Also, ihr müsst euch vorstellen, ich halte das Lenkrad ruhig und er wackelt schon sehr doll am Lenkrad, ne? Das heißt, entweder das Force Feedback ist einfach sehr, sehr, sehr scheiße. Oder das Lenkrad ist halt einfach Dreck. Also, nicht meins, sondern die Spielerkennung ist einfach schlecht. Was durchaus möglich ist, denn das Spiel ist halt... echt alt. Ah Gott. Das war absolut meine Schuld, da bin ich aus dem Karussell nicht sauber rausgekommen. Also nur noch zum Verständnis, ne? Ich liebe diese Strecke. Aber mit 40 Autos gleichzeitig ist das einfach dumm. Auto. Im echten Rennbetrieb ist es ja eigentlich auch nur die ersten 2-3 Runden so. Zum Beispiel beim 24-Stunden-Rennen. So, da hast du, glaube ich, relativ schnell ein relativ offenes Feld, weil unterschiedliche Fahrer, unterschiedliche Leistungsklassen und vor allem unterschiedlich oft Boxenstops und unterschiedlich lange Boxenstops, ne? Ich glaube, hier wäre so ein, nicht dedizierter Start, so ein nacheinander gestarteter cooler. Ich glaube, wir nehmen Döttinger Höhe nicht mit. Das ist, glaube ich, genau der Abschnitt vor Döttinger Höhe zu Ende. Das ist, glaube ich, genau der Abschnitt, der vor der Döttinger Höhe zu Ende ist, oder? Aber bis jetzt könnte es auch einfach die gesamte Strecke sein. Ich meine, wir fahren schon 5,5 Minuten! Oh, fuck! Und die Runde ist in... wie viel zu schaffen? Wie viel ist aktueller Rekord? Von Porsche? Kurz auf jeden Fall, also schnell. Doch, da kommt die Döttinger Höhe. Tatsächlich Schwalbenschwanz, Döttinger Höhe. Und dann gib ihm. Dann ist die ganze Nordschleife doch drin. Auto, ich habe Lenkbefehl, danke. Okay, ASR ist auf jeden Fall heftig am Regeln. Kleiner Funfact übrigens, ich bin heute E-Golf gefahren. Also für euch gestern, also am Freitag. Denn wir haben einen Dienstwagen und ich bin mit voller Freude diesen E-Golf gefahren. Muss ich ehrlich sagen. Ich hatte richtig, richtig Bock. Und ich habe da aber richtig reingeeimert. Also richtig reingetrampelt. Okay, der hat 7 Gang. Warum sollte man... warum war da jetzt die Dingens rot zum Beispiel? Es hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Ich habe nicht gebremst und es ist einfach wieder grün geworden. Ich hatte keinerlei Probleme da mit der Geschwindigkeit. Ja, hier werde ich jetzt Probleme kriegen mit der Geschwindigkeit. Aber die Bremse von dem Ding ist halt echt pornös, ey. Ich glaube, das ist für Nordschleife noch eine recht gute Rundenzeit. 7 Minuten 7 ist echt gut, glaube ich. Was hat die Julia gemacht? 7,49, 7,47, irgendwie sowas. Ja, meine saubere Runde. Ist auch für meine Nordschleife echt hart. Wir sind Level 25 geworden. Was gibt's dafür? Kohle ohne Ende? Ne, 2 zusätzliche Garagenstarts brauchen wir unbedingt und Vinylkategorie für Auto. Verstehe ich nicht. Ja, nice. Okay, dann haben wir damit erst 15 Minuten verschwendet und 20 Attempts gebraucht. Dann würde ich... Digga, wieso geht das... Achso, wir sind noch auf den Events. Okay, dann würde ich sagen, fahren wir ein F1 gegen einen 722 Edition.
ist die Entscheidung ja recht leicht, denn Mercedes, Schmutz. Hat McLaren irgendwas mit Mercedes zu tun? Ich meine, ne? Ich bin da echt nicht so drin, ich kenne mich mit McLaren echt gar nicht aus. Ich kenne mich jetzt mit Mercedes auch nicht so aus, aber McLaren noch weniger. Ich habe mich diesen Part noch gar nicht über die Ladezeit beschwert. Entschuldigung. Ist das Ding handgeschaltet? Oh, Alter. Wer kommt auf die Idee, so ein Ding handzuschalten, ey? Handschaltung immer schwierig, weil eine Hand am Lenkrad und Kurven. Verpiss dich da mal. Okay, der McLaren ist schon deutlich besser. Aber er bremst nicht so geil wie der Bugatti leider. Jetzt bin ich natürlich verwöhnt. Jetzt bin ich halt echt verwöhnt von dem scheiß Bugatti, der halt gebremst hat wie ein junger Gott, ne? Der hat legit gebremst wie ein junger Gott, ey. Hallo, hallo, komm da bitte rum, danke. Nice. Das war eine schöne Runde, muss ich sagen. Das ist eine kurze Rennstrecke, finde ich gut. Ich möchte nur kurz betonen, dass das nicht ich war, sondern der Computer. Ja, nice. Das machen wir gleich nochmal. Und dieses Mal von Anfang an mit Shifter. Also mit Schaltung. Wenn es denn weitergeht. McLaren, muss ich sagen, bis jetzt ganz cool. Ist halt Fahrersitz mittig, glaube ich. Kann ich jetzt schlecht nachahmen. Wichtig ist, du schalten über rechts oder links. Und ich hätte echt keine Lust, das wieder umzubauen, weil das echt nervig ist. Und man muss halt echt lange vom Gas bleiben, damit er schaltet. Und auf die Curbs fahren ist halt auch Instant Rip. Würde ich behaupten. Also man fliegt schnell weg, wenn man auf den Curbs ist. Also er denkt sich echt so beim Schalten so, oh ja, jetzt noch ein Laib Brot schneide und ein Brezel mache. Ich glaube, hier ist jetzt erstmal irgendwas. Kleiner Funfact übrigens zwischendurch. Ich war heute mit dem Auto von meiner Freundin unterwegs, also am Freitag. Hab sie dann abgeholt von der Arbeit. Ich kam auch von der Arbeit und als wir bei uns in die Straße reingefahren sind, hat das Auto angefangen, schlechte Geräusche zu machen. Ja, Bremse muss gemacht werden, leider. Deshalb, Gott! Ist jetzt erstmal angesagt. Oh, nice, abgehängt. Ist jetzt erstmal angesagt, Bremse machen bei dem Auto. Bis dahin kann man damit halt nicht so richtig fahren. Weil ist schon innerer Bremsklotz vorne, links, Metall auf Metall. Ist nicht gut. Alter, gibt das viel Kohle für die Dinger hier. So, weiter. Ne? Wir haben jetzt zwar schon 20 Minuten, aber wir machen jetzt auf jeden Fall noch ein Rennen. Ich muss auch unbedingt mit den Battle Rams aufnehmen. Denn da kam auch schon tagelang kein Part mehr. Carrera GT-Rennen auf Spa GP. Machen wir. Ja, habe ich. Ja, Battle Rams ist halt aktuell immer hart Aufnahme, weil hast du mal 2 Stunden Aufnahme. Die dann runtercutten musst auch noch. Und ich
tue mich echt schwer mit Uncut Let's, also mit Cut Let's Plays. Weil das halt eigentlich für mich so absolut nicht meins ist, weil ich halt, ich liebe es halt einfach spielen zu können, dabei alles labern zu können. Wenn ich halt so ein Cut Let's Play mache, muss ich echt lange die Fresse halten, überlegen, hm, was könnte man wieder mit reinnehmen, was ist cool, was ist uncool. Auch gut, dass... Ach Gott, ich hasse diese Strecke übrigens. Auch gut, dass der Schalthebel erst in die Position rutscht und dann die Hand drauf... Alter, kannst du bitte aufhören, mich zu rammen? Das Ding ist übrigens arschschnell. Gefühlt zumindest. Was ziemlich geil ist. Also, es gefällt mir bis jetzt sehr, sehr gut. Und bremst auch schön zusammen. Das ist echt gut. Alter Schwede. Da wollte ich eigentlich gar nicht so auf den Dreck. Upsi. Da versuchen wir erstmal ein bisschen geradeaus zu fahren. Ich weiß, dass die Runde recht lang ist, deshalb bin ich noch ganz entspannt. Und... Alter! Nein! Oh Gott! Wusstest du nicht, dass ein Carrera GT ein Handschalter ist zum Beispiel? Wobei ich glaube, fast alle Autos, die ein bisschen älter sind, sind Handschalter. Nein, nein, nein. Oh, jo, das war knippeli, knippeli. Knapp. Junge. Ist auf jeden Fall ein Hochdrehzahlmotor hier eigentlich. Ich glaube, ein sehr kurzhubiger Motor. Bin mir aber nicht sicher. Ich habe auch gar keine Ahnung, wie viel Hubraum so ein Ding hat. Wahrscheinlich 6 Liter, geschätzt. Ich weiß auch gar nicht, was hier drin ist. V10 hätte ich getippt. Bin mir echt unsicher. Also Porsche bin ich halt wirklich legit, ne? Davon habe ich gar keine Ahnung. Von Porsche habe ich halt ungefähr so viel Ahnung wie von Mercedes. Ich weiß, dass es einen GT2 RS gibt. Und ich weiß, dass die 911er Baureihe irgendwie 1000 Jahre alt ist. 3 Runden? Ja, mal, ich würde sagen, wir überziehen den Part ein bisschen. Ich weiß auch gar nicht, ob das hier ein Allrad oder ein Heckauto ist. Ich hätte spontan Allrad gesagt. So gut wie der fährt auf jeden Fall. Ich könnte ja einfach unter voller Last schalten. Juckt das Auto nicht so richtig. Junge, ey. Und der Typ ist einfach vor uns. Okay, das war nicht so cool. Junge, 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 Junge. Aber ich muss auch ehrlich sagen, KI ist nicht die beste. Also die KI bremst sehr oft, wenn es gar nicht nötig ist. Und manchmal denkst du halt einfach, Junge, die fährt sich was zusammen und haut da durch. Ich habe jetzt übrigens mal abgekürzt, damit wir wieder auf einen fairen Stand kommen, wo wir eben auch waren. Ich weiß, also, jetzt mal so gefragt, findet ihr es eigentlich kacke, wenn ich abkürze, oder ist das wurscht und Hauptsache, ich fahre ein bisschen durch die Gegend und blabber? Wieso fahren die denn jetzt zum Beispiel nicht? Weißt du, sonst fahren die wie die besenkten Säue und hier schleichen die halt durch. Als ob die irgendwie, auf Valium sind oder so. Weil Valium war die Beruhigungsscheiße, ne? Guck mal da zum Beispiel, hier könnte man... easy, viel schneller durchfahren. Auch ohne wegzufliegen. Aber woanders ziehen die dann wieder so richtig hart weg. Also die KI ist so... auf jeden Fall nicht Gentleman's Agree. Die fahren alle nicht nach Gentleman's Agree. Müssen sie ja auch nicht, theoretisch. So, aber ich finde es ein bisschen kacke, ehrlich gesagt, dass die einem halt eigentlich nur im Weg rumsteht. Ich versuche ab jetzt übrigens eine saubere Runde zu fahren. Sagt er und fuhr fast direkt in den Dreck. Denn das ist ja eins der Sterneziele.
Das war zum Beispiel eine ganz gute Kurvenfahrt. Das nicht. Das Ding fährt echt gut, Alter. Also Carrera, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, wurden die actually für einen Renneinsatz genommen oder gar nicht so? Also ich weiß, dass es ein unbezahlbar teures Auto war. Und das war es eigentlich, was ich von dem Ding weiß. Also das war es halt legit, was ich von dem Ding weiß, ne? Mehr habe ich halt keine Ahnung darüber. Keine Ahnung, ob die hier für ein Renngetrieb gedacht waren. Oder ob die einfach nur so eine Art Prestige-Shit bei Porsche waren. So nach dem Motto, ja komm, wir bauen mal ein schönes Auto, was ganz nett fährt. Und sich gut anhört und richtig Power hat, richtig Bums. Ich weiß es halt legit nicht. So, das könnte übrigens schon mal eine perfekte Runde gerade gewesen sein, weil ich dann Dreck war. Ich habe ja nie so richtig rausgefunden, was jetzt eine perfekte Runde ausmacht. Einige waren der Meinung, man muss immer auf die Ideallinie fahren. Andere waren der Meinung, nee, du darfst nur nicht in den Dreck fahren und nirgends rammen. Dann gab es wieder andere, die der Meinung waren, du darfst sogar mit zwei Rädern in den Dreck fahren, aber halt nicht so viel und musst überwiegend Ideallinie fahren, darfst nichts rammen und so. Ich glaube, da gibt es keine allgemeingültige Meinung. Falls ihr da irgendwas genaueres wisst, gerne in die Kommentare. Ich weiß auch gar nicht, ob Dennis noch zuguckt. Lange nicht so von ihm gehört, vom guten Dennis. Das letzte Mal, glaube ich, im Stream. Gerne mal wieder. Schreib gerne mal in die Kommentare, ob du noch da bist. Ich vermisse dich, Dennis. Oh Gott. So einen treuen Zuschauer wie dich vermisst man schnell. Dennis ist jetzt voll genervt. Oh, Fisch, halt doch dein Maul. Ich bin doch da. Bitte schreib's, wenn genau so in die Kommentare. Ich habe schon wieder komplett vergessen, welches Spiel nach Shift kommt. Und ich weiß auch nicht, ob ich es schon gekauft habe. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, Shift ist allerdings auch erst entspannt bei der Hälfte. Wenn überhaupt. Weiß ich aber legit nicht. Eigentlich müssen wir die perfekte Runde auch schon haben. Also wahrscheinlich hat ihm das in den Dreck fahren das eine Mal doch nicht gefallen. Oder man darf wirklich nichts Rotes da oben stehen haben. Ich bin verunsichert. Ich bin echt verunsichert. Vielleicht kriegen wir es ja noch. Ist ja auch nicht so ganz klar. Weil man kriegt das nicht nur, wenn man eine volle Runde sauber fährt, sondern halt, wenn man ab einem bestimmten Punkt eine saubere Runde fährt. Man muss nicht von Start zu Start fahren. Das meine ich. Man muss schon eine volle, saubere Runde fahren. Doch, wir haben eine volle, saubere Runde gekriegt. Okay, interessant. 7,42 für das gesamte Rennen, also für drei Runden. Mai, Vollgas. Und wieder eine halbe Stunde. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter mit der Karriere. Und nicht mit den Dingern hier. Also es ist ja auch Karriere. Entschuldigung. Achso, ich wollte euch noch zeigen, genau, was ich verwirrend fand. Mein Handy hat gerade, glaube ich, dumm gemacht. Bin mir nicht sicher, wo mein Handy ist, ehrlich gesagt. So, warte. Ich zeige euch jetzt, was ich meine. Ja? Wir sind hier in der Garage und geht zum Autohändler. Und dann gibt es Autos der Stufe 1, Autos der Stufe 2, Autos der Stufe 3, Autos der Stufe 4 und Driftwagen. So. Das war's, ne? Also weiter geht's nicht. Seht ihr auch oben. Das ist noch die 8 für Zeug. So. Hier gibt es nicht einen Audi A8. Ja? Und wir haben einen Audi A8 freigeschaltet. Also, wo zum Fick ist der Audi 8, den wir freigeschaltet haben? Egal, ob wir den jetzt gewonnen haben oder nicht. Ist mir ja prinzipiell erstmal egal. Wir haben nur unseren Audi A8 jetzt hier. Den. Wie viele Plätze haben wir eigentlich noch? 3 nur. Oh, wir haben gar nicht mehr so viele Plätze. Okay. Und der kann halt kein Update haben, weil der ist... Ne, den kann man einfach nicht updaten. Ist halt mega dumm. Aber egal. Beim nächsten Mal sehen wir uns dann hier wieder und machen das hier. Bis dahin, haut rein und tschüss.